Da sind wir wieder. Für YouTube, ne, wenn es hier auf YouTube kommt und so, keine Polarlichter bis jetzt. Ich kann euch beruhigen. Ein wunderschöner Sternenhimmel. Leider keine Polarlichter. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingehe. Aber ich gehe einfach irgendwo hin. So. Als ob die Entchen da sind. Hä? Juhu! Kätzchen, wie bist du hier hochgekommen? Sowas fragt man nicht, das ist unverschämt. Aber Papa fragt sowas ständig, knack-knack. Ja, aber Papa ist erwachsen. Kätzchen, bist du schon erwachsen, knack-knack? Ja, laut Tierarzt bin ich erwachsen, aber ich fühle keinen Unterschied. Aber woher wusste der Tierarzt das? Vielleicht ist es etwas, das nur andere Menschen sehen können, knack-knack. So wie dein Hinterkopf. Warum spielt sich Erwachsenensein am Hinterkopf ab? Weil man es selbst nicht sehen kann, knack-knack. Was? Niemand jemals anschauen, dafür sorge ich. Was? Okay. Mein auch nicht. Lang leben die Küken. Willst du mit uns schwimmen? Schwimmen? Im Wasser? Igitt, ich meine, nein, nein, danke, nein. Außerdem muss ich nach Hause. Okay, vielleicht ein andern Mal. Knack, knack, knack. Oh, mach's gut, Kätzchen. Das Kätzchen geht wieder. Tschüss, Kätzchen. Knack, knack. Auf Wiedersehen, Entchen. Viel Spaß beim Schwimmen. So, ich wäre fast im Wasser gelandet. Ich habe vergessen, dass die Katze das nicht mag. Ist gerade erst reingespawnt, habe ich gesehen. So. La, la. Dicke Katze. Für eine 200 Blinkies. Oh, gibt doch Achievement. Warum denn dicke Katze? Das war ein bisschen frech. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Dicke, schwitzende Katze. Oh, warte. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich auch eine schwitzende Katze. So, hier. Weg da. Nein, nein, nicht gleich hoch. Erstmal hier Blütenpötte weg. Erstmal die Enten abwerfen. Ach, hier ging's auch hoch. Na gut. Oh. Oh nein, wie konnte das geschehen? Da geht's sehr tief runter. Ist das eine gute Idee, was ich gerade mache? Ich muss dann da um die Ecke oder was? Ich gehe erstmal nach oben. Als ob der Heile geblieben ist. Oh, wird nicht mehr berechnet auf die Entfernung. Verstehe. Na gut. Oh, ein Puppenkranz. Und da ist noch das Häuschen dazu. Guck mal. Oh, wie süß mit dem Roboter da drin. Da, gucke. Die Robis. Minecraft. Es könnte auch Minecraft sein. Ich bin mir nicht sicher. So, dann einmal hier rum. Ich komme da gar nicht rum. Ah, nach oben. Okay, warte. Gibt's hier nichts zum Stehlen? Hm. So. Oh Gott, 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 oh Gott. Da hinten kann man Golf spielen. Das ist der Brumselkäfer nochmal. Guck mal, da unten. Da ist er nochmal. War das da, wo wir waren? Ich weiß es gar nicht mehr. So.
Ach du Scheiße. Ich habe eine Befürchtung, die ich für mich behalte. So. Ach, das ist nochmal die. Da ist nochmal Herr Ente. Aber erstmal hier gucken. Mist. Diese Froschaugen irritieren mich. So. La da dam. Schnubbedidu. Okay, da geht's noch weiter nach oben. Nee, dann will ich noch nicht. Was liegt denn da? Komm ich da hin von irgendwie, irgendwo? Das ist eine Mütze, oder? Wie komme ich zu der da hin? Ja, so schon mal nicht. Warte mal. Okay. Hallo? So. Ja, da müssen wir irgendwie hin. Tag, Herr Enterich. Hier wollen wir runtersegeln, ist keine gute Idee. Ich probiere gleich nochmal. Hallo nochmal. Wie war die Stimme? Weiß ich gar nicht mehr. Schön, dich hier oben zu sehen. Ich bin dir auch sehr dankbar für die Hilfe vorhin. Nack, 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 nack. Quack, quack, quack. Du hast den Tag gerettet. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wunderbar, wunderbar. Ja, quack, quack, quack. War die Stimme so? Ich weiß nicht mehr. Ja? Du hast nicht zufällig vor kurzem meine Kinder gesehen? Ist jetzt kein Notfall oder so. Ich würde meine Entchen sicher nicht zweimal an einem Tag verlieren. Nicht noch einmal jedenfalls. Keine Sorge, ihnen geht es gut. Sie haben auf einem der Balkone einen Swimmingpool gefunden. Oh, zum Glück. Ich begebe mich gleich zu ihnen. Quack, quack, quack. Das perfekte Badewetter. So entspannt. Möchtest du nicht mitkommen? Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts, was ich weniger entspannt finden würde als Wasser. Aber danke für die Einladung. Gern geschehen. Knack, knack. Gute Reise, Kätzchen. So, wird schon passen. Oh, ha. Natürlich. Die nehmen wir auch mit. Und dann würde ich trotzdem noch mal gern versuchen, ich muss irgendwie... Wie komme ich da hin? Okay, ist keine Mütze, es ist wieder so ein Ding. Aber wie komme ich da... Oh Gott, wie komme ich auch wieder zurück hier? Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Nee. Nee, 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 nee. Shit. Komme ich da hoch? Nee, ne? So. Vielleicht kann ich von da aus rüber. Ich probiere mal. Boah, coole Aussicht von hier. Der Ballon macht sich gerade selbstständig. Ich weiß nicht genau, warum. Ah, okay, hier kommen wir rüber. Nein, du sollst doch... Das wird schon. Ja, echt fette Katze. Was soll das? So, stehen bleiben. Wieso komme ich da nicht hin? Als ob. Okay, komme ich da drüber? Wäre das hier eine gute Idee? Nee, da komme ich auch nicht drauf. Und ich komme da gar nicht mehr rüber?
gerade. Na Gott sei Dank. So, dann mal hier hoch. So. Da hinten ist auch irgendwas. Von da komme ich aber, glaube ich. Aber wie ich von hier oben da reinspringen kann, weiß ich immer noch nicht genau. So. Mach mal so. Hervorragend. Dum, da, dum, ba, dum. So. Aber nicht runterfallen hier. Da drüben würde ich auch gerne hin, aber da komme ich nicht mehr, ne? Das Haus sieht aus wie aus Fallout 4. So, da einmal hier rüber. Ich sehe nichts. Ich habe nämlich das Gefühl, wir gehen hier gerade Richtung Endgame. Ich glaube, hier kommen wir wieder zurück nach Hause. So. Only up, ja. Darüber bringt nichts, ne? Ne, da geht's nirgendwo hin. Oh Gott, ich darf hier nicht runtergucken. Das ist überhaupt nicht meins. Guck mal, geht's dir noch gut, Vogel? Ach, wir sind doch schon da. Nein, 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 nein. War das hier nicht der... Die Mütze. Wie heißt du, kleines Kätzchen? Und so schließt sich der Kreis. Da steht Porsuk, das bin ich. Oh, oh, die ist schon sehr süß. Kra, kra, kra. Kra? Du hast es geschafft, kra, kra, kra. Ja. Und schau mal, mein Mensch hat mir ein Geschenk gegeben. Was steht da? Das ist mein Name. Ja, Moment mal, du hattest die ganze Zeit einen Namen? Gefällt mir. Ich heiße Krebert von Krenstein der Dritte, kra. Oh, soll ich dich lieber so nennen anstatt Krähe? Nein, ich bestehe sogar darauf, dass du es unterlässt. Also, trennen sich hier unsere Wege? Was? Natürlich nicht. Du kannst uns alle jederzeit wieder besuchen kommen. Am besten legst du direkt los. Es gibt noch mehr Aufgaben für dich, Blinkies zu finden und tolle Krähenfreunde, denen du sie bringen kannst. Ich versehe deine Karte einfach direkt mit Markierungen, damit du sie nicht vergisst. Ich schaue sie mir gleich an, Krähe, aber zuerst. Zuerst möchte ich den Fleck, an dem man in der Stadt das beste Nickerchen machen kann, genießen. Alles klar. Bis bald, Krähe. Auf jeden Fall. Und vergiss die Blinkies nicht. Und gleich noch Bossfight. Oh, Kredite. Rollen als Kredite?
Ich höre schmissige Jazzmusik, aber ich sehe nichts. Ich drück mal weiterspielen, mal gucken, was passiert. Ja, auch mal nicht viel. Ich geh mal hier rein. Was für ein süßes Zimmer. Ach, guck mal hier. Aufheben. Oh, wie süß. Sag mal, kenne ich die nicht irgendwo her? Sind das nicht Spielfiguren? Kommt mir so bekannt vor. So. Können wir. Natürlich muss ich hier rauf. Die Credits siehst du mit dem Handy oder einer speziellen Kamera ab 2 Uhr besser. So. Kann ich. Da kann ich nicht hin. So, so ein schönes Zimmer. Okay, hier. Gut, ja. Ich meine, wir haben durchgespielt, aber wir können noch mal 2-3 Minuten rumgucken. Und vor allen Dingen, gibt es eigentlich Fall-Damage? Das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen. Probier's woanders, warte mal. Und da. Okay, da, ich komme sowieso nicht auf das Nachbarhaus, ne? Doch, komm ich! Wow. Wow, hab ich mich hier illegal reingeschummelt. Das sollte wirklich niemand tun. Hier gibt's noch ein Entchen. Was ist denn mit diesen Entchen? Kann man die nicht sammeln? Hier gibt's auch viele davon. Was? Tisch am Beetle. Ach so. Oh. Oh, Taffy wohnt hier. Taffy, lass mich rein. Niemand. So darf mich niemand sehen. Spliss im Fell, Tränensäcke unter den Augen, mein Schnurrhaar, Niedlichkeitsfaktor liegt bei null. Eine Katastrophe von Kopf bis Pfote. Wenn du mich reinlässt, kann ich versuchen zu helfen. Niemand kann mir helfen. Och, ich bin ein Häufchen Elend. Meine Karriere ist passé. Oh, Taffy, das stimmt doch gar nicht. Lul. War da etwa ein Lul in meiner größten Not? Das ist nur eine nervöse Angewohnheit. Lul, ich meine kein Lul, Omega-Lul, oh was? Nein, Beetle, mein Tag ist offiziell gelaufen, Lul. Sag das nicht, Taffy. Wir haben einen vollen Terminkalender. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, Beetle. Aber heute ist Hashtag Mützwoch und Hashtag Mietzwoch. Wenn wir kein Bild von einer Katze mit Mütze posten, woher sollen die Leute dann wissen, dass du noch eine Influencerin bist? Entschuldigung. Mach einfach ein Foto von einer anderen Katze mit Mütze. Schreib dazu, dass mich ihr Streetstyle inspiriert hat oder so. Echt jetzt? Digga, muss ich mir alles selbst einfallen lassen, Beetle? Taffy! Taffy! Taffy? Oh, shit! Wo soll ich auf die Schnelle eine Katze mit Mütze auftreiben? Moment mal. Moment mal, bist du das Kätzchen? Ja. Wie läufst du mit dem Handy-Dings? Ja, alles bestens. Im Gegensatz zu bestimmten flauschigen Influencerinnen. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Alles okay? Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann schon. Ich muss für dieses Foto nur eine Katze mit Mütze finden. Oh, Moment mal, Bruder. Kätzchen, du bist doch eine Katze. Ich bin voll und ganz eine Katze. Und du trägst eine Mütze. Ich trage eine Ente.
Ist die Mütze denn stylisch genug? Sie ist perfekt. Du kannst jedes von Taffys Balkonsets verwenden. Sag mir einfach Bescheid, wenn du ein gutes gefunden hast. Was? Ich habe gar keine Mütze auf. Furchtbar. Schlimm. Das ist süß. Als ob. Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Katze wohnt besser als ich. Oh. Kann ich hier noch, ja. Nehme ich noch mit. Ja. Kann ich, ist das eine gute Idee? Hilfe. Nein, um Gottes Willen, Katze! So. So, und dann, ich sitze hier. Ich bin bereit. Ich... Hallo? Moment. Ah. Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen? Gerne. Los geht's. So, 3, 2, 1. 3, 2, guck doch mal in die Kamera jetzt, während ich eine scheiß Einstellung habe mit diesem komischen Ding hier vorne. Perfekt. Fehlen nur noch die richtigen Hashtags, dann kann ich es posten. Und fertig. Tausend Dank, Kätzchen. Ich dachte schon, mir steht ein weiterer Nervenzusammenbruch bevor. Kein Problem, das Modeln hat mir Spaß gemacht. Du bist eben ein Naturtalent, so wie die meisten Katzen. Beetle. Also, was steht noch auf der Liste? Mal sehen. Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen um dich. Und dann ist da noch der Markenpartner. Und der spontane Roadtrip muss auch noch geplant werden. Und ich muss noch die Kommentare unter dem Bild verwalten, ja? Genau das meine ich, Beetle. Oh Mist, ich muss auch die Mail, hier, warte. Beetle! Wann hattest du zuletzt ein paar Tage frei, Beetle? Also, Lul, Oh, ich habe einen digitalen Entzug auf dem Bauernhof eingelegt. Bauhof, meine ich. Ich habe es mehrere Minuten ohne Handy ausgehalten. Du hast mich gesehen. Das war keine Pause. Ich bin eine Katze. Mit Pausen. Ich bin eine Katze. Mit Pausen kennen wir uns aus. Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste. Und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und Herumalbern draufgeschrieben. Oh, wow. Und es gab keine Katastrophen? Es lief alles okay? Warte kurz. So. So. Mehr als okay. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf dem Bauernhof auf dem Bauhof in Panik gerate. Also eigentlich... Beetle, was hat das zu bedeuten? Oh oh. Das ist kein Street-Style-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein. Sie hat das Foto gesehen, Lul. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Taffy. Ich bin mit dem Kätzchen hier befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, weil ich alleine überfordert war. Überfordert? Davon hast du nie was gesagt. Es gab immer so viel zu tun. Ich hatte nicht mal Zeit, um zu merken, wie überfordert ich bin, bis das Kätzchen mich gefragt hat, wie es mir geht. Also wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch einen Kaffee holen gehen. Ich hatte an eine längere Pause gedacht, in der ich keine Besorgungen machen muss, Lul. Das sollte machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, kann es ja während einer Pause für dich einspringen. Wie bitte?
Du bekommst eine Pause und ich eine Assistenz. Eine Win-Win-Situation. Ja, aber nicht für uns. Bibi. Beetle? Beetle, bist du noch da? Kannst du das Kätzchen bitten, mir ein Katzenchino mit Extrasahne zu bringen? Und das reicht. Mir reicht's. Aber... Nein, du hörst mir jetzt mal zu, Taffetta Skittles-Smith. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Ich fand es immer toll, mit dir abzuhängen und coole Styles auszuprobieren, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich darüber nachdenke, was mich glücklich macht. Aber das geht nicht, wenn du statt mir das Kätzchen herumkommandierst. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich mache gleich ein Statement-Video. Also gibst du mir eine komplette Woche Urlaub. Eine komplette Woche? Eine komplette Woche! Ab sofort! Und dann ziehen wir hier neue Seiten auf! Du willst Veränderung? Ja, Veränderung, okay? Okay? Na gut, Ja? Bevor du dich in deine Urlaubswoche verabschiedest, Mein Katsuchino? Kannst du vergessen! Fenster sind offen. Geht's dir gut, Beetle? Oh mein Gott! Was für eine Trubel! Hast du mich gehört? Ja. Tausend Dank für deine Hilfe, Kätzchen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, Beetle. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlafen und herumalbern klingt ziemlich cool. Aber davor werde ich in einen Café gehen. Das ganze Gerede über Katsuchinos hat mich durstig gemacht. Das klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen. Und danke nochmal. Danke. Puh. Können wir... Nee, ne? Shit. Ich glaube, das geht nicht. Ich krieg das Ding leider nicht mehr drauf. Hä? Ja. Toll. Vielleicht würde es gehen, wenn der Ball nicht runtergefallen wäre. Ja, es würde gehen, wenn der Ball nicht runtergefallen wäre. Vielleicht. Aber ich krieg den nicht mehr hoch. Nein, ich krieg ihn nicht mehr hoch. Nein. Ne. Okay, gibt ihr kein Achievement? Na, dann will ich's nicht. Dann will ich's nicht. Ohne Achievement, ohne mich. Ihr wisst, ich mache alles nur für Achievements. Aua. Ich wollte nur gucken, da hinten ist was. Komme ich da ran? Nee, von hier aus nicht. Okay. Oh Gott. Augen auf dem Bildschirm, nicht in den Chat. Augen auf dem Bildschirm, nicht in den Chat. Halt, da ist noch was. Komm ich da... Ist das eine sehr gute Idee hier? Oh Gott. Eine neue Mütze. Na dann los. Die arme Katze. Es tut mir aber so leid. So. Und ich glaube, wir können eigentlich wieder nach unten, ne?
Was ist da unten? Was blinkt denn da so? Ist da was Gutes da unten? Ach, ein Vogel. Okay, da oben drauf kommen wir eh nicht. Das kann ich knicken. Will ich noch irgendwo anders hin von hier aus? Ich glaube nicht, ne? Wir können aber hier runterspringen. Lumpf.